Hallo zusammen, Game Duel Skat Masters, ein weiterer Versuch. Wir sind inzwischen schon im 7. Turnier der laufenden Qualifikationssaison. Meine Erfolge bisher noch überschaubar, ist noch nichts Zählbares bei rumgekommen. Das sehe ich aber nicht dramatisch, das ist eher der Erwartungswert, denn in so einem gut besuchten Turnier sich so früh schon zu qualifizieren, das wäre natürlich sehr glücklich. Ich gehe immer davon aus, dass ich das ganze Jahr ein bis zwei Versuche pro Woche mache. Und dann wird eben irgendwann auch der Knoten platzen, irgendwann kommt diese ganz große Liste raus oder ein paar gute Ergebnisse für die Jahresrangliste. Das hat also immer gut hingehauen, deswegen bin ich da absolut optimistisch. Ich habe natürlich hier noch einen weiteren Vorteil von den 12 Päckchen, die in so einer Serie insgesamt gespielt werden, also 36 Spiele, kann ich natürlich hier eine repräsentative Auswahl treffen, habe mich also hier für drei ganz interessante Päckchen entschieden. Da kann ich dann so ein bisschen die Durst strecken, wenn die Karte mal wirklich nichts hergibt, über eine gewisse Strecke für euch ausblenden. Und damit wird es, denke ich, auf jeden Fall wieder ein interessantes Video. Wir haben hier gleich im ersten Spiel ein Herz, das sehe ich natürlich nicht ungern, wo ich 4 Trumpf dagegen habe. Für mein Kreuzspiel bin ich nicht rangekommen, war aber natürlich auch erst ein Ansatz, hätte ich auch noch eine Verstärkung gebraucht. So, und wie erwartet hat mein Partner auch den Kreuz Buben schon mal, das war aufgrund der Reizung zu vermuten, aber noch nicht sicher, deswegen hatte ich die Trumpf 10 auch noch nicht gelegt. So, Stechfarbe gefunden, macht mich natürlich in Trumpf kurz. Ich hätte lieber erstmal direkt Kreuz gesehen. Und jetzt müssen wir gerade mal schauen. So, es ist natürlich höchstens ein 5-Trümpfer, deswegen ziehe ich hier den letzten Trumpf ab. Wollte eigentlich eine Schmierung von meinem Partner sehen, aber Überraschung, mein Partner führt noch das Trumpf Ass, das heißt, es war nur ein 4-Trümpfer und damit ist jetzt alles in Trumpf raus. Denn ich habe einmal gestochen, der Spieler hat einmal gestochen und 3 Trumpfrunden. Ich kann jetzt also in Ruhe hier meine Stehkartenkreuz von oben ziehen. Mein Partner hat es noch nicht verstanden oder erwartet noch hier ein bisschen mit den Bildern. Die Vollen kommen jetzt aber schon vom Alleinspieler, der jetzt einfach da zu kurz gekommen ist und hier mit 38 Augen sein Herz ohne 6 verliert. Das ist natürlich klar, wenn du in Trumpf nicht so stark bist, dann müssen die Vollen in der Beikarte laufen. Und das war nicht der Fall. Pik wurde gestochen und Karo 10 ging dann auch nicht heim. Zweiter Versuch. Ich habe natürlich hier auch alles andere als ein Gemälde, aber 0 zu halten, das traue ich mich hier schon. Es kann ein Kreuz werden, da sollte sicher noch ein Trumpf drin liegen. Es kann auch der 0 werden, aber in Mittelhand steht ein Grang dagegen. So, ich öffne hier ganz typisch, sage ich mal, aus der 10 zu dritt. Mit 2 Buben kann man sich auch direkt das Kreuz Ass ziehen, aber dann kann es schon sein, dass der Alleinspieler da auf der bestellten 10 sitzt oder dem bestellten König und der 10 im Keller und ein Ass alleine durchzuziehen, selbst wenn das dann die Stechfarbe ist. Das reicht mir auch nicht, also auch noch eine 10 zu entwickeln in der anderen starken Farbe. Das war hier das Ziel. Und Überraschung, Alleinspieler hat gar nicht Herz und wirft Kreuz Lusche ab. Damit hat er natürlich höchstens 2 Farbe, starke Farben, gehe ich mal von aus, und meine 2 Buben könnten hier zum Machtfaktor werden. Herz König wollte ich jetzt nicht rauf, war mir ein bisschen zu viel, 14 Augen hinzulegen. Wunschgemäß kommt jetzt aber noch mal eine Herzlusche hinterher und der Alleinspieler trägt erneut ab, also der will erstmal noch nicht Buben kurz kommen, sondern hofft vielleicht, dass er jetzt irgendwann eingespielt wird. Und hier habe ich gerade überlegt, ob jetzt der Zeitpunkt fürs Kreuz Ass gekommen ist. Das Problem, was ich dann sehe, mein Partner hat wahrscheinlich auch noch 2 Kreuz. Und wenn ich jetzt das Ass spiele, danach dann wieder zum Stechen komme, spiele ich nachher mit der Kreuzlusche meinen Partner an und verliere den dritten, vielleicht entscheidenden Stich in Kreuz. Deswegen erst jetzt nochmal klein raus, mein Partner hat die 10, spielt zurück, alles wunschgemäß. Jetzt dürfte es ganz eng für den Alleinspieler werden, das kann er nicht gewinnen. Er hat wohl hier auf verteilte Buben spekuliert oder tut das immer noch, aber diese Hoffnung wird jetzt zunichte gemacht und das heißt natürlich, dass ich jetzt hinten raus auch mit dem Pik-Buben noch einen fetten Stich mache und dass dieses Spiel eben nicht gewonnen werden kann. Ja, 42 Augen hat er bekommen, also wären die Buben verteilt, dann hätte er das Spiel noch knapp gewonnen, war aber eben wie gesehen nicht der Fall.
Für mich jetzt also schon 80 Punkte. Für ein umgebogenes Spiel gibt es auch 40 Belohnungspunkte. Das ist hier auf Dauer natürlich auch eine wichtige Komponente von deinem Ergebnis. Das bedeutet, nicht nur die guten eigenen Spiele solltest du bekommen, die brauchst du natürlich besonders, weil sie mehr Punkte bringen, aber auch im Gegenspiel wach sein, aufmerksam sein, Spiele umbiegen, das wird eben auch belohnt. Ja, und was ist denn hier los? Jetzt wird Kreuz gespielt, da habe ich natürlich eine wunderschöne Gegenfarbe, volle drei Stück, dazu keinen einzigen Trumpf und ich sitze hinten, das heißt, der Alleinspieler kann auch an meine Vollen nicht ran. Da heißt es jetzt also nur, bloß keinen Vollen unnötig hier verbrennen. Wenn der Alleinspieler mit 2 hat oder mit 3 hat, dann wäre es hier zu früh zu wimmeln. Ich lege hier schon mal provisorisch ein Bild rein. So viele Zählaugen wie ich habe, werde ich sowieso nicht alle heimbekommen, falls mein Partner hier übernehmen möchte. Gut. Jetzt muss ich mich dann aber wohl doch mal entscheiden. Wenn das Spiel mit 4 ist, haben wir wenig Chancen. Die Reizung spricht auch dagegen. Jetzt also mal einen vollen rein. Ja, Kreuzbube bei meinem Partner, 14 Augen. Aha, und der bietet jetzt sein eigenes Ass an. Okay. Ja, Herz mache ich offenbar die Stiche. Nee, steht 2-2. Also nachdem meine Herz 10 gewimmelt war, sind jetzt alle Herzen raus. Gut. Wo ich es jetzt hier so sehe, im Nachhinein, Karo Lusche war vielleicht fast ein bisschen dünn. Ich denke mal, dass mein Partner noch Kreuz Ass hat, das ist relativ klar. Dass er hier aber tatsächlich 5 dagegen hatte, das war noch gar nicht so ganz klar. Jetzt kann ich hier natürlich auch noch mit der Karo 10 den letzten Stich machen, weil alle Trumpf raus sind. Nichtsdestotrotz hätte ich da ein Karo an sich auch ein bisschen höher einsteigen können. Aber es war jetzt mein Schaden nicht, so oder so. Eine interessante Runde, dreimal 40 von der Seite, also 3 Spiele umgebogen. Ja, das ist kein schlechtes Paket, langt auf Dauer aber natürlich nicht. Du brauchst eben auch mal eigene Spiele. Die Liste plätscherte jetzt so ein bisschen vor sich hin. Deswegen machen wir jetzt hier mal einen Sprung. Wir sind jetzt schon bei 9 von 12 gespielten Runden. Ich habe ein durchschnittliches Ergebnis von 906 Punkten. Das heißt, jetzt irgendwann muss ich mal auf der Zielgerade auch den Turbo zünden. Da muss natürlich die Karte ein bisschen mitspielen, aber jetzt sollte sich bei Zeiten mal zeigen, ob in dieser Liste noch was bei rauskommen kann. Dazu ist jetzt eine hohe Risikobereitschaft erforderlich, aber mit dieser Karte kann ich so oder so auf den 0 auf jeden Fall reizen, auch gegebenenfalls auf den 0 Ouvert. Es könnte auch ein Farbspiel oder ein Grang sogar werden, 2 Asse, eine 10 Pik Bube. Gut, die 24 muss ich halten, aber das mache ich auch und jetzt bin ich Besitzer. Also, dann schauen wir mal. Ja, und da ist eine von diesen Findungen, die sofort dazu führt, dass es ein dichter 0 Ouvert ist. Das war natürlich mit der Karo 7 sehr glücklich. Pik Ass drücken war jetzt schon quasi Luxus. Da wäre wahrscheinlich sowieso nichts passiert. So gewinne ich hier also nach einer dafür passenden Findung den 0 Ouvert. Und jetzt wieder ein Ansatz, ein guter Ansatz. Die Frage ist, wann komme ich hier ans Spiel? Ich komme für 18 ran, das ist erfreulich. Jetzt mal gut finden. Ah, nicht der Bube, auf den ich natürlich heimlich gehofft habe, aber immerhin das Pik Ass. Gut, als Herz ist das natürlich ein Keulenspiel, aber ich sagte es ja jetzt kurz vor Schluss mit dem Ergebnis, wenn hier noch eine gute Liste rauskommen soll, dann muss ich jetzt hier auch mal ein bisschen ins Risiko oder ich traue mich einfach, ich mache das einfach. Ich spiele den Grang, auch wenn der nur 2 Farben hat und in Hinterhand ist. Ich habe natürlich schon gehofft, dass ich irgendwo eingespielt werde und dann lässt sich der Grang gegebenenfalls ja sogar Schneider gewinnen. So, jetzt habe ich hier direkt gestochen, 15 Augen auf 22, jetzt brauche ich meine 3 laufenden Vollen. Wichtig war hier schon mal, dass Herz läuft, wo nur 2 fehlten. Bube rauszuspielen wäre auch eine Option, dann aber bevor man über die Dörfer geht, ah, das Spiel ist gewonnen. Das sind erstmal hier die guten Nachrichten. Allerdings, wenn ich den Buben zu früh spiele, gebe ich natürlich auch die Möglichkeiten auf den 7. Kreuz etwa oder in Karo, dass sein Herz und Pik abgeworfen wird. Da war es mir jetzt lieber direkt, meine Vollen hinzuziehen. Das kann also auch schief gehen, dieser Grang, das ist ja klar. Wenn dann irgendwo gestochen wird, Pik 10 oder Herz Ass, dann ist das Ding plötzlich chancenlos im Eimer. Wie gesagt,
hohe Risikobereitschaft jetzt, weil bisher eben das Ergebnis noch nicht so richtig stimmte. Hier bekomme ich jetzt erstaunlicherweise, muss man sagen, sogar nochmal mit dem Pik-Buben die Chance, 12 Augen einzusammeln. Die habe ich nicht mehr gebraucht, ich nehme sie natürlich trotzdem mit. Ja, habe den Grang eben auch gespielt, weil er, obwohl in Hinterhand, gleichwohl noch eine Schneiderchance hat. Wenn da man mal eingespielt wird, danach ein Buben rausspielt oder wenn ein Bube auf den Tisch kommt. Also es gab auch Möglichkeiten, hier sogar 72 Punkte zu holen. Dazu ist es jetzt aber nicht gekommen. Und jetzt gleich nochmal zum dritten. Das sieht ja wie ein sehr schöner Pik aus, ohne 4 aktuell. Der sechste Trumpf stände mir natürlich gut zu Gesicht. Bei der jetzt steigenden Reizung sollte es natürlich kein dunkler Bube werden. Von daher sind wir schon wieder im üblichen Risikokorridor, also mal einmal Daumen drücken, 3, 2, 1, Schnapp. Ah, Buben gefunden, ja, den sechsten Trumpf, aber nur der Herzbube, also das ist natürlich perfekt, dass es kein dunkler Bube war, und damit ist das jetzt ein ziemlich stabiles Spiel. So, wollen wir mal mitzählen, 26 Augen, ich glaube 3 habe ich gedrückt, ne? 26 Augen, da fällt schon der Pik Bube. Und Abwurf Karo 7, also sieht irgendwie wie 4 Trumpf bei Spieler 1 aus. Zum Glück habe ich jetzt schon 34 Augen liegen. Gut, und alle Trumpfstiche kann er nicht machen. Er hat noch eine Trumpflusche, also einen Trumpfstich werde ich noch machen. So, damit komme ich auf 37. Dann brauche ich also hier nur noch die Asse ziehen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, habe ich 0 Augen gedrückt? Also mit dem Herz-Ass bin ich auf jeden Fall bei 61, auch ohne den König jetzt bin ich schon bei 65, wenn ich mich da nicht vertan habe, und mache ja noch einen Trumpfstich, weil die Herz-10 bei dem Mann mit den Trümpfen ist. Da, 3 Augen, die sammle ich ein, ich glaube, sonst wäre es weniger geworden. Ja, jetzt habe ich 70 Augen, und so sieht es dann also aus. Ein wunderschönes Päckchen, 277. Das bringt mich jetzt also zusammen mit den 900 Punkten, die ich vorher liegen hatte, auf knapp 1200. Jetzt sind noch 2 Pakete zu spielen. 209. Platz, ja, das ist noch für ganz oben reicht. Da müsste jetzt wirklich ein Wunder geschehen. Aber so ein Ergebnis über 1500, 1600 wäre ja auch nett. Dann wächst auch das Preisgeld, dann hat man schon wieder den Einsatz für die nächsten 3, 4, 5 Versuche raus. Also bleibe ich da natürlich am Ball. Aber mit dieser Karte wird das nichts. Das sind hier ein paar zu viele Könige, zu wenig Asse und zu wenig Buben, also keine Chance hier alleine was zu gewinnen. Wird wohl stark davon abhängen, ob mein Partner noch ein bisschen Kraft hat. Zweimal Karo gesehen. Gut, ich spiele hier Herz, will nicht mein eigenes Pik Ass angreifen. Ich denke schon, dass wir mindestens 6 Trümpfe haben, höchstens Pik Bube noch bei meinem Partner. Dann hoffe ich, dass der Alleinspieler in der bestellten Pik 10 steht. Eine andere Chance hier das Spiel zu gewinnen sehe ich überhaupt nicht. Ja, nun steht er offenbar eher auf 2 Herzen, Ass und Lusche. Dann ist es eben so, dann habe ich jetzt hier die Herz 10 verbrannt, das macht aber nichts. Jetzt noch das Pik Ass schnell rein. Die Farbe kann er dann ja nicht mehr haben, und damit sind wir dann aus dem Schneider. So, es folgen jetzt also noch 5 Spiele. 1187 habe ich liegen. Jetzt muss mal ein bisschen was passieren. Ich bin bereit, und ja, das langt, würde ich sagen. Ich sehe 5 Volle und einen Buben. Mittelhand zwar, ich habe auch erst ein Ass, aber 5 Trumpf in Pik darf halt jetzt nicht allzu schlecht drin liegen. Kann auch sogar zum Grang gefunden werden, müssen wir mal gucken. Es ist natürlich Gegenreizung 24, das spricht jetzt an sich nicht unbedingt für eine Top-Findung oder in Richtung für eine Grang-Findung, aber erneut, der sechste Trumpf in Pik wäre natürlich höchst willkommen oder ein Ass, aber das ist ja gar nichts. Karo Lusche und Herz Dame. Da weiß ich jetzt auch gar nicht so richtig, was ich machen soll. Normalerweise, wenn es so hoffnungslos ist, dann kann man ja auch mal mit einer blanken 10 spielen. Aber hier sehe ich eigentlich auch nicht die Chance, dass das funktionieren könnte, denn die 24er Reizung, da rechne ich mal damit, dass Kreuz auf den Tisch kommt. Also vielleicht einfach mit so einer ziemlich treuen Drückung, einfach Herz 10 Dame.
oben halten, hoffen, dass die Kreuz 10 im zweiten Stich schon hochgespielt wird, dann das Karo, die Karo 10 noch hochgespielt wird, gleichmäßige Trumpfverteilung, das ist hier vielleicht meine beste Chance. Kreuz kommt auch auf den Tisch, wie erwartet, wird nicht geschnippelt, auch wie erwartet. Also der Auftakt hat schon mal funktioniert, sogar Kreuz Dame geschnappt, wunderbar. Jetzt wird sich also über die Trumpfverteilung und über den Verlauf in Karo das Spiel entscheiden. Und da kommt Karo Dame. Karo Dame, ja, das ist doch wohl vermutlich unterm Ass. Zumindest ist ein Bild so ein Verdachtsmoment. Das könnte sein. Also jetzt hier zu tauchen und hinten fällt dann etwa die Lusche. Danach, nee, ich glaube, ich gehe da mal rauf. Ich riskiere das mal so rum. Ah! Verdammt, das Ass sitzt doch hinter mir aus. Dame, König, aus dem Zwilling hat er aufgespielt. Verdammte Axt, das wirft mich natürlich zurück. Jetzt brauche ich richtig Muzzle. Nicht nur gleichmäßige Trumpfverteilung, sondern da ich auch noch zu kurz komme, müssten die Gegner eigentlich idealerweise jetzt nochmal Trumpf zurückspielen. Tun sie aber nicht. Und der Kreuzbube, es sieht ganz so aus, als hätte Spieler 2 hier noch die mittleren beiden Buben. Dann könnte ich natürlich jetzt noch einen Stich machen, wenn ich Pik 10 steche, bin ich knapp über 50, mache danach aber nichts mehr. Ja, ich brauche auf jeden Fall, wenn ich gewinnen will, ich weiß gar nicht, ob noch genug Bilder sind, wenn überhaupt, dann bräuchte ich jetzt natürlich noch eine Herz 1-1 Verteilung. Nee, es war auch gar kein Bild mehr drin. Herz 8 und Ass war nur noch unterwegs, dann konnte ich sowieso nicht mehr gewinnen. Ist dann so, ob ich nun 37 habe oder 51, das war also mein Angriff, um aus der Liste noch was rauszuholen, der ging in die Hose, 88 minus, das ist natürlich nicht so günstig, damit kann ich mir den großen Erfolg jetzt in dieser Liste abschminken, aber so ist es manchmal, da gibt es diese Entscheidungsspiele, an einem guten Tag funktionieren die, da funktionieren auch 2 oder 3 davon und dann kommst du mit einem sehr guten Ergebnis ins Ziel. An einem anderen Tag wie heute, da klappt das einfach nicht und dann muss man sich eben auch mal mit etwas weniger begnügen. Jetzt also erst nochmal hier im Gegenspiel aufpassen und danach im letzten Päckchen die Ambitionen wieder ein bisschen zurücknehmen. Versuchen jetzt noch ins Preisgeld zu kommen, das ist dann hier das nächste Ziel. Joa. Hier brennt wohl dem Spieler auch nichts an. Pik konnte er stechen. Karo und Herz ist sehr gleichmäßig verteilt. Trumpf auch, also da passiert wohl nichts. Auch wenn ich hier natürlich mal den letzten Karo spielen kann. Trumpf 10 von meinem Partner. Und der spielt jetzt Trumpf aus. Ja, aber Pik 10 werden wir schwerlich nach Hause bekommen. Ja, gibt es da überhaupt eine Chance? Also wenn ich sie ausspiele, ist sie auf jeden Fall weg. Ich glaube, es kann gar nicht mehr reichen. So trumpfstark kann mein Partner nicht sein. Trotzdem versuche ich sie jetzt nochmal über Trumpf. Nee, aber logisch, der muss ja auch noch Pik haben. Der hat ja auch schon einmal Karo übergestochen. Da ist gar kein Trumpf mehr und damit... Oh, jetzt habe ich ja doch nicht aufgepasst. Wir haben es doch geschlagen. 60 Augen noch, weil ich am Ende mit der Trumpf-Lusche noch zum Zug kam. Das kommt, wenn man hier zu sehr sich selber ablenken lässt. Macht aber nichts. Damit habe ich das, das Ergebnis hier nochmal auf minus 98 reduziert. Ist natürlich trotzdem nicht schön, aber besser als vorher. Ich zeige euch jetzt hier nochmal mit einem Sprung das Ergebnis des letzten Päckchens. In der letzten Runde tatsächlich nochmal einen schönen Pik ohne 4 gewonnen und zweimal 40 von der Seite, 185, sodass am Ende der Liste 1270 Punkte rausgekommen sind. Das war zu dem Zeitpunkt hier der 159. Platz. Ich weiß nicht genau, welcher es am Ende war. Auf jeden Fall gab es 10 Euro zurück, mit anderen Worten. Es hat sich kaum was geändert. Es ist weiter noch nicht die Qualifikation geglückt. Es hat aber auch nicht geschadet. Meinen Einsatz habe ich zurückgewonnen. Also wieder eine nette Liste Skat gespielt. Damit melde ich mich ab. Werde also in den nächsten Wochen weiter an der Qualifikation tüfteln und da seht ihr sicher auch noch das eine oder andere Video.